Hallo! Hallo! Und willkommen zu einer weiteren Folge von Muhu. Im interaktiven Verfahren mit Naku. Nö, es ist nur Drakensang online und ich bin müde und das Dragon-Event ist so gut wie vorbei, aber ich habe noch drei Perlen zum Auszugeben, damit ich. Nice! 100 Draken. Damit ich hier noch eben. Oh, das finde ich aber gut, dass ich jetzt immer noch 100 Dragen habe. Also, das ist das letzte Dragan-Video 2018. Guck mal, da habe ich fertig. Da habe ich fertig. Schnell, 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 schnell. Schneller! Du Wichser! Also ich muss halt, dass die Runs jetzt einigermaßen schnell machen. Deswegen mache ich die jetzt gerade auch einfach solo, weil ich habe keine Zeit mehr. Beziehungsweise das Event geht halt nur noch 12 Minuten. In der Zeit muss ich drei Runs fertig machen. Und hoffe einfach mal, dass die Runs schnell gehen. Aber anscheinend geht das relativ schnell runter. Schneller als ich dachte. Wir feiern Steak Night für uns die geilste Zeit. Wir feiern Steak Night. Für uns die geilste Zeit. Wir feiern Steak Night. Für uns die geilste Zeit. Joa. Was kann man denn so großartig sagen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Dragan-Event mal komplett schaffe. Jetzt da, wo die Joker-Steine ja quasi entwertet wurden, weil sie halt einfach nicht mehr so viel wert sind wie früher, einer mal war. Weil es heute einfach nicht mehr, die Steine nicht mehr so wichtig waren wie früher. Ja, deswegen. Die Quest ist mir quasi egal. Oh, auf jeden Fall die noch eben an, werde es abgeben. Die 100 Draken, die lasse ich mir noch nicht entgehen, Alter. Wusste ich gar nicht. Also ich dachte, ich hätte das schon fertig. Kessel, ach so. Oh, nein, 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 nein. Den werde ich jetzt garantiert aber nicht hier mich verarschen lassen. Erst mache ich hier das Wichtige zu Ende. Aber trotzdem muss ich gleich mit dem Kumpel reden für da eine Sache. Aber das Wichtige ist jetzt, dass ich hier erstmal meine Drakenkerne zusammenbekomme. Haben noch 12 Minuten Zeit, also sollte drin sein, die Draken, also hier die beiden Runs fertig zu machen mit den mächtigen Perlen. Es sei denn, es kommt ein Disconnect, dann würde ich das Spiel in die Ecke werfen und eine Woche nicht mehr zocken. Obwohl, um genau zu nennen, 8 Wochen oder so. Je nachdem, oder sogar drei, bis zu 3 Monaten. Und 3 Monate würde ich dann überhaupt nichts machen. Oder auch nicht. Auf jeden Fall möchte ich noch meine paar Drakenkerne erfahren. Und dann gucken wir weiter. Und einen Punkt muss ich euch auch noch sagen. Bleibt geschmeidig. Bleibt geschmeidig. Bleibt geschmeidig. Ja. Wird wahrscheinlich wieder ein Jahr dauern, bis das nächste Dragon-Event kommt. Deswegen muss man das hier auch ausnutzen. Jede letzte Sekunde bis zum geht nicht mehr. Deswegen mache ich das gerade auch. Jede letzte Sekunde des Dragon-Events wird
Fett ausgenutzt. Okay, so letzter Run. Zeit sieht gut aus. Dürfte alles machbar sein. Also easy. Ach, dann ist das jetzt der letzte Run. Und danach hätte ich sogar meinen Ziel erreicht. Und ich muss sagen, ja, gut, dass ich Infernal 1 genommen habe, weil ich wüsste jetzt nicht, wie lange Infernal 2 gedauert hätte. Eventuell hätte es genau die paar Sekunden länger gedauert, die dann fatal gewesen wären. Also warum ich zurzeit noch Drakensang Online-Videos mache, ist ein Grund, weil sich Drakensang so schön täglich aufnehmen lässt. Ich meine, es braucht. Man kann einfach. Oh. Jetzt komm jetzt nochmal auf zu stunnen, du Arsch auf Kopfgesicht, Alter. Befreit sich, befreit sich, befreit sich und man wird weiter gestunnt. Das ist halt ein scheiß Hurensohn-Game, Alter. So, wird halt eben noch das zu Ende gefarmt. Anscheinend tut Big Point mittlerweile was gegen die Exploit- und Bot-Bannwelle. Zumindest sagen sie es. Wahrscheinlich tun sie eh nichts, weil sie sich denken, ja, wir müssen einfach nur irgendwas sagen. Bann tun mir die Leute eh nicht. Weil, warum auch? Ist ja nicht so, als ob die uns Geld klauen würden. Aber so denken die wirklich, das ist noch nicht mal ein Scherz. Was echt traurig ist. Selbst jetzt, wo immer noch, wo die eigentlich einen neuen Besitzer haben, ist es halt immer noch so. Was umso mehr trauriger ist, weil trotz neuen Besitzer hat sich nichts geändert. Bisschen trocken der Mund. Ja, ich musste ja echt die Quest abgeben, für die 100 Draken, um die zu bekommen. Schöne 100 Draken. Kling! Ich könnte jetzt natürlich das eine machen, aber daraus könnte man noch ein zweites Video machen, worum man garantiert eine Menge Klicks mitbekommt. Hey, dann könnte ich mir den morgigen Tag sparen. Morgen ein Video noch eben schnell rauszupressen, indem ich das einfach dann direkt jetzt hinten dran mache. Ja, mach es so. So, das war das für dieses Video. Letztes Dragan-Video. Dragan-Event-Video für dieses Jahr. Haben es geschafft, 1200 Dragan-Kerne zu erfarmen. Obwohl, ich könnte ja in dem Video noch. Obwohl, nee, daraus könnte man ja auch ein Video machen, wie ich. Da wäre ich jetzt aber echt interessiert, was ich dann nehmen soll. Welche Werte sind denn besser? Also die haben jetzt hier vier mehr Leben und viel mehr Schaden. Da man ja, also bei den Schuhen wäre es so, da würde ich die mit mehr Leben nehmen, weil da kommen die Steine noch oben drauf. Ah, weiß nicht. Hier werde ich garantiert wohl die 1300 Crit nehmen, weil Crit ist halt, braucht man halt eine Menge. Ja, was steht dann halt noch an? Ja, craften halt die Waffe. Da bin ich jetzt auch wieder bei Lila. Dann muss ich wieder den 3 Gold machen. Und sobald 3 Gold liegen, packe ich die alle zusammen und hoffe, dass da mal Gutes rauskommt. Ansonsten werde ich wohl die Waffe einfach auf meine Q7-Waffe klatschen und dann sagen, ich bin fertig. Und dann bleibe ich geschmeidig. Ja.
Dann bleibe ich geschmeidig. So, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und vergesst nicht, bleibt geschmeidig.